Oder wir machen es richtig cringe. Neuer Monat. Neue Manga. Nee, wir machen es schon. Neuer Monat, neue Manga. Und deswegen zeigen wir euch, welche Manga-Neuheiten wir uns gönnen und welche Fortsetzungen auf jeden Fall in unserem Warenkorb landen. Und wenn ich sage wir, dann seht ihr, ich bin bei diesem Format nicht alleine, aber stell dich doch einfach mal gerne selber vor. Hi, mein Name ist Mel. Man findet mich auf Instagram unter dem Namen Frau.Melen. Und wie ihr auch schon hier seht, sind auch schon die Manga-Neuheiten bei uns eingetroffen. Was werden wir uns alles holen? Das seht ihr jetzt, wir starten direkt. So, dann fange ich doch mal direkt an und ich würde sagen, ich fange auch an mit meinem Manga-Highlight in diesem Monat. Beziehungsweise, ich habe eigentlich zwei Highlights und weiß nicht, wofür ich mich entscheiden soll. Aber auf jeden Fall ist ein Highlight von mir Goodbye Eri von Fujimoto und wie es hier auch steht, vom Autor von Chainsaw Man. Leute, ich habe das vor einem Dreivierteljahr auf Manga Plus gelesen. Ist ein Einzelband und wirklich, egal ob man Fan ist von Fujimoto oder nicht, man sollte diesen Einzelband lesen. Für mich ist es einer der krassesten Einzelbände, die man so auf dem Markt ab jetzt kriegen kann. Vor allem Filmfans sollen sich den auf jeden Fall geben. Und drückt von mir aus auf Pause, denn ich kann zu dem Manga eigentlich nichts erzählen, sonst werdet ihr gespoilert. Also gebt euch wirklich. Meine Empfehlung geht hart raus. Mein zweites Highlight ist direkt hier in dieser Reihe mit dabei und zwar Welcome Back Alice von Oshimi, einem meiner neuen Lieblingsmangaka. Ich habe letztens die Blumen des Bösen beendet, bin bei Blood on the Tracks aktuell und lieb diese Manga. Und Welcome Back Alice ist für mich wirklich ein riesen Highlight. Happiness wurde jetzt auch angekündigt, kommt dann auch im Herbst raus. Und darf ich das Shikishi zeigen, das da drin ist? Und in der ersten Auflage ist sogar ein Shikishi drin. Richtig cool. Hast du irgendwas von Oshimi gelesen? Nee, bisher nicht. Sarah, meine Kollegin, die hat nicht die Blumen des Bösen, Blood on the Tracks gelesen. Und ich glaube, mir ist das zu wild, was da passiert. Es sind auf jeden Fall viele Psychoterror-Sachen da drin und ich stehe halt voll auf sowas. Aber was haben wir noch hier sogar in der Reihe? Der Titel sagt mir nichts, aber ich fand nämlich Emanon sehr interessant. Allein wegen dem Cover und es spielt, glaube ich, im 17. Jahrhundert. 1967, also in den 70ern spielt die Reihe und ich fand einfach diese Prämisse sehr interessant, auch mit diesem Cover und das musst du mir mal erklären, weil es stand da, es ist ein Einzelband, aber es gibt davon noch weitere Bände, oder wie? Ja, ich besitze ihn tatsächlich auf Englisch, auch wenn ich ihn Schande auf mein Haupt immer noch nicht gelesen habe und soweit ich informiert bin, werden es bis zu 3 Bände. Aber warum der als Einzelband angekündigt ist, das war auch vorher auf Englisch so, kann ich dir auch leider nicht beantworten. Aber ich habe schon echt viel Gutes darüber gehört. Ja. No Name heißt rückwärts Emanon. Und das hat irgendwas damit zu tun. Ich weiß es nicht, also ich bin gespannt, deswegen werde ich das auf jeden Fall mitnehmen. So Leute, aber es geht weiter mit Nicer Peak Fiction. Ich weiß, dass ich den Manga hier schon gesehen habe, aber wo ist er denn? Jawohl, hier ist er. Ist natürlich eigentlich mein echtes Manga-Highlight in diesem Monat, Dick Fight Island, in 2 Bänden abgeschlossen. Du hast gesagt, du hast es schon gelesen, ne? Ja, es wäre auch was gewesen, was ich als Highlight gezogen hätte, weil ich besitze den schon auf Englisch und ich finde die Story einfach super kreativ, aber ich würde sagen, ich erzähle dann einfach was darüber, wenn ich da dran bin. Ja, ist eine gute Idee. Machen wir es so. Und was auch rausgekommen ist, aber ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt Secret hole, weil ich bin riesen Attack on Titan Fan und jetzt ist auch die No Regrets, der Band dazu erschienen. Das ist die Vorgeschichte von Levi, ne? Korrekt. War das so? Wie stehst du zu Attack on Titan? Ich lese die Schuberweise. Die ersten 2 habe ich schon gelesen und ich müsste mir mal den 3. Schuber zulegen, damit ich weiterlesen kann. Du bist aber also ich gucke nicht bei der Hälfte. Ich bin kein Anime-Kind, okay. Ich bin ein Manga-Kind. Crazy. Ja, ich auch, aber ich liebe Levi, aber ich glaube, jeder okay, tut krass. Also so bist du bei Attack on Titan. Ey, gut, möchte ich nicht judgen, ne? Jeder, wer möchte. So, Manga-Neuheiten-technisch, was ich hier habe, haben wir tatsächlich, aber Altaverse kommt Mitte des Monats raus und da ist für mich ein Titel super interessant und zwar der Titel Gachakuta. Ich erwarte mir super viel von ihm und die Sache ist auch so, wenn mich ein Manga interessiert, dann informiere ich mich da gar nicht mehr so viel darüber, damit ich selber nicht gespoilert werde. Aber wenn ich das nur mal grob zusammenfassen kann, ich weiß, es gibt so eine Welt, wo die Reichen leben, die leben extrem verschwenderisch und dann die Armen, ne, denen es halt schlecht geht. Und dann gibt es noch so eine Art, halt ein Abyss, wie in Made Abyss ungefähr, so habe ich das zumindest verstanden. Und unser Hauptcharakter wird durch einen Vorfall, für den er nichts kann, verurteilt in diesen Abyss
reingeschleudert zu werden. War das ein Satz? Egal. Wenn euch mein Tipp nicht reicht, der Fire Force Mangaka ist Ultra-Fan von diesem Manga, hat ihn empfohlen. Ich glaube sogar, die Mangaka von Gashakuta war mal die Assistentin von dem Fire Force Mangaka oder Soul Eater, wisst Bescheid. Deswegen, auf den Manga habe ich auf jeden Fall Bock. Bevor ich euch erzähle, welche Fortsetzungen ich mir hier holen werde, kleiner Spoiler. Frau Mein, erzähl doch mal, was du dir alles in diesem Monat an Neuheiten holst. Also, da wir Dick Fight Island ja jetzt schon in der Kamera hatten, ich habe mal mein Exemplar genommen, damit es nicht so blendet. Und zwar habe ich den Manga ja, wie ich erwähnt habe, schon auf Englisch gelesen. Ich bin sehr lange darum geschlichen, bis ich mich getraut habe, mir den zu gönnen. Und ich finde, es ist eine der kreativsten Boys Love-Geschichten, die ich kenne. Es geht quasi um eine Insel, die sehr, sehr weit abgeschnitten ist von unserer Realität. Und dort ist es zum Beispiel gang und gäbe, dass die Jungs freie Pos tragen. Das ist elegant dort. Und die wählen nicht alle 4 Jahre ihren neuen Inselchef quasi, sondern die haben diese Tournaments. Und in denen kämpfen die gegeneinander. Und das Grundprinzip ist quasi einfach: Wer zuerst kommt, verliert. Und wer am Ende als Standhafter übrig bleibt, der bekommt 4 Jahre die Regentschaft über die Insel. Ich merke, ey, dieses Video wird einfach eine Dick Fight Island Review, ne? Also, ich habe meine Mangas einfach abgehandelt, so: Ja, der ist cool, der sieht nice aus, auf den habe ich Bock. Auf jeden Fall Dick Fight Island Review, Dankeschön. Ja, okay, sorry, ich bin es gewöhnt, Rezensionen zu schreiben. Ja, komm, laber weiter. Entschuldigung, okay, da ich ja sehr viel Boys Love lese, eigentlich so 50% meiner Zeit zauber ich jetzt noch einen Boys Love Einzelband raus, der sehr toll aussieht. Und ich dachte eigentlich, es ist was sehr Cutes, aber es geht um einen Typen, der das erste Mal was mit einem Mann versucht und dann irgendwie Pornodarsteller werden möchte. Aber es ist sehr, sehr gut gemacht und sehr spannend. Ich hatte sehr viel Herzklopfen und das ist halt der Vorteil, wenn man im Comicladen arbeitet, dann hat man die ganzen Sachen schon ein bisschen eher, ne? Ich habe gar keinen Neid. Okay, ich find's sehr interessant, weil man merkt direkt, wir haben einfach einen ganz anderen Manga-Geschmack. Und das finde ich aber super cool, weil man hat eigentlich dasselbe Hobby und trotzdem spricht man auf einmal über ganz andere Titel. Ja. Hast du vielleicht noch sowas anderes, was aber trotzdem deinem Geschmack entspricht? Also da du ja die Goodbye-Erik-Karte schon gezogen hast, etwas, worauf ich mich auch sehr freue, weil Fujimoto schreibt einfach großartige Geschichten. Und zwar einmal noch Victorious Electric Coffin. Das ist quasi so eine neue Frankenstein-Adaption. Habe ich tatsächlich gestern auch schon gelesen. Fand ich auch sehr interessant. Auf Mystery gemacht geht es auch darum, ob die Menschen sich ändern können. Und können sie sich ändern? Tja, das erfährt man, wenn man den Mann liest, oder? Okay, gut. Und ansonsten kann ich noch eine Bloggerkarte ziehen, nämlich heute kam ein Exemplar von Skip and Loafer von Ultraverse schon an, was ja eigentlich erst in 2 Wochen erscheint, ist offiziell ein Slice of Life Manga und es geht um diese junge Dame, die vom Land in Japan quasi nach Tokio möchte, weil sie ihr ganzes Leben vorgeplant hat und irgendwie in Tokio jetzt zur Oberschule geht und irgendwie in ein Fettnäpfchen nach dem nächsten tritt. Chillig. Ja, das waren so die Neuheiten, auf die ich mich diesen Monat freue. Ein Großteil davon habe ich jetzt schon weggeatmet. Blöd, wenn man so viel liest, ne? Hau du doch mal raus, was du so für Fortsetzungen holen willst. Ist auch sehr gut, dass du sagst, blöd, wenn man so viel liest, weil die ganzen Manga-Tuber, die kaufen nur und lesen nicht. Alles, was ich jetzt gerade schon gezeigt habe, außer Skip and Loafer, habe ich einfach schon weggeatmet gestern. Okay, die Fortsetzung, auf die ich mich am meisten freue, und das ist für mich so eine Pflicht, und zwar Alice in Borderlands. Ihr werdet in der Hall nächste Woche auf jeden Fall hören, dass mich der zweite Band so geflasht hat, weswegen ich mich richtig krass auf den dritten Band freue. Also wirklich, das ist mein Highlight, was Fortsetzungen angeht. Weiter geht es tatsächlich, ja. Einspruch. Okay. Hast du die Serie geguckt? Nee, mit Absicht nicht. Ich will den Manga lesen. Okay, nice. Ich finde, ich habe die Serie geguckt und ich finde, der Manga macht auch sehr, 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 sehr viel Spaß, wenn man die Serie geguckt hat, weil echt? Sehr viel anders ist. Der ist viel moderner gefilmt. Die Serie ist sehr dynamisch, aber der Manga verrät halt Sachen schon am Anfang, die man in der Serie erst später erfährt und es ist halt ein bisschen ältere Zeit, also ich muss sagen, es macht mir auch sehr viel Spaß, den zu lesen, obwohl ich die Serie schon sehr oft geguckt habe. Na, ich habe gehört, diese Spiele sind auch ein bisschen unterschiedlich, dass manche Spiele gar nicht vorkamen und so. Genau, also, das erste Spiel in der Serie ist nicht dieses Spiel mit diesen Pfeilen, weil ich glaube, das konnten die sich in der Produktion einfach nicht leisten. Ich freue mich eigentlich drauf, dass ich die Serie schaue, nachdem ich den Manga gelesen habe. Also diese Reihenfolge mag ich meistens mehr. Dann für mich immer ein Pflichtkauf. Jigen.
Band 12. Da kommt immer recht selten ein Band. Hier ist es wieder so, der ist schwarz hier von hinten. Ich glaube, die ersten 9 oder 10 waren weiß, aber jetzt ist er schwarz. Ich weiß nicht wieso, aber ja, also krasse Action, krasse Zeichnungen, auch ein bisschen vulgär so in die Richtung. Ich weiß nicht, das ist nicht so dein Genre wahrscheinlich. Hm? Kommt drauf an. Hast du es gelesen? Nein. Okay. Und genau daneben in der Nähe, The Killer Inside Band 9. Das ist eine Reihe, seit Band 7 lese ich die nicht weiter, weil der Rhythmus von den Releases der Manga, das sind wirklich immer so 3 Monate oder so und bis dahin habe ich wieder vergessen, worum es in dem Manga geht. Und da ist es aber sehr wichtig, worum es in dem Manga geht. Deswegen 11 Bände sind es davon, glaube ich, 2 kommen noch raus und die hole ich mir dann auf jeden Fall und lese es dann nochmal von vorne bis hinten am Stück, weil darauf habe ich super Bock. Okay, du bist auch so ein Rereader, also so jemand, der so sagt, so geile Reihe, fange ich nochmal von vorne an oder eher nicht? Ich habe so viele Reihen, wo ich Bock hätte auf ein Reread. Wenn einfach monatlich neue Manga rauskommen, dann möchte man die lesen, dann hat man noch irgendwie sich eine alte Reihe auf eBay Kleinanzeigen geholt, auf einmal, die möchte man auch nochmal lesen. Deswegen habe ich irgendwie gar keine Kapazitäten auf dem Reread. Da ist es wirklich so, weil ich merkte, ey, das macht keinen Sinn, ich weiß gar nichts mehr und davon kommt es eher. So, was ich hier schon sehe, der neue One Piece Schuber mit Skype, ja, hier mit Enel drauf, ne? Ich weiß nicht, One Piece, hast du geschaut, hast du gelesen, bist du damit aufgewachsen? Als Teenager bin ich damit aufgewachsen. Dann habe ich ganz lange mich nicht mehr so dafür interessiert und ich bin ja so ein kleines, naja, Werbeopfer und die Schuber, die sagen schon, stell mich in dein Regal und fang mal an, mich zu lesen. Ja, okay, also ich finde die halt von den Seiten richtig schön, ne? Dass das hier geht. Du kannst sie auch so nach vorne klappen, genau, mit dem Klappentext, das sieht ganz toll aus. Voll, voll, also ich fühle es voll. So, jetzt suchen wir noch One Dance. Ja. Irgendwo hier soll er sein. Ah, hier. Okay, komm, jetzt nehmen wir wieder die Cam. Ah, hier, und One Dance Band 4. Ich muss gestehen, ich muss den dritten Band noch lesen, aber auf dem vierten Band habe ich Lust. Wie hast du die ersten 2 Bände empfunden? Sehr gut, hat Spaß gemacht. Das ist ja die Hauptsache. Ja. Ja, willst du jetzt eine Instagram-Review? Nein, Entschuldigung, ich tendiere nur dazu, weil das ist einfach meine typische Art und Weise, über Manga zu reden. So, der nächste Band wird jetzt auch wieder gesucht. Eine Frechheit, dass ihr den nicht da liegen habt. Das hast du für dich schön hinterlegt, ne, damit die anderen den nicht kriegen. Und als nächstes NGE Band 3. Ich glaube, jetzt ist alles, was ich lese, für mich neu. Und über welche Reihe auf diesem Kanal noch gesprochen wird, auf jeden Fall. Da ist auch der neueste Band noch nicht da, aber Leute, Mars, ich habe richtig Lust auf diese Reihe. Da werdet ihr wirklich in den nächsten Halls auch noch davon hören, deswegen verliere ich hier mal noch nicht zu viele Worte darüber und frage dich, Frommeln, was sind deine Fortsetzungen in diesem Monat? Und zwar Ranma einhalb. Okay, okay, krass. Ich freue mich wie ein kleines Kind, dass sie nicht nur Inuyasha nachgedruckt haben, sondern auch die Ranma einhalb Ausgaben, die Doppelausgaben bringen. Ich finde die wunderschön. Jetzt richtige Leserichtung, nicht mehr die westliche. Neue Übersetzung, einfach 10 von 10. Dann freue ich mich ganz besonders auf Boys Love Forever vs. No More Boys Love. Dieser Typ befindet sich in einer Boys Love Welt als einziger, der kein Boys Love, also er will selber keine Boys Love Romance. Aber Frauen verlieren so ihr Gesicht in dieser Welt und er versucht, weil er sehr viel Boys Love gelesen hat, diese ganzen crazy Sachen immer zu umschiffen und andere zusammenzubringen. Es ist super funny, mega humorvoll, mega toll. Ich freue mich sehr auf den. Den habe ich tatsächlich auch noch nicht gelesen. Eine andere Boys Love Reihe, auch von Egmont. Oh, ich ziehe heute sehr viel Egmont, sorry, aber ich liebe deren Verlag einfach. Placement gekauft. Black or White ist so eine Hate-Love-Relationship, habe ich mit der Reihe. Ich kann einfach nicht aufhören, es ist wie mit einem Unfall. Ich muss einfach weiterlesen, obwohl es mich sehr aufregt, weil Eifersucht sehr oft ein Thema ist und in einem Maß, was ich nicht so geil finde, aber Drama, Baby, Drama. Das waren so meine Fortsetzungen in diesem Monat. Aber ey, kein von diesen Manga hätte ich jetzt in dem Video erwähnt, deswegen ist doch einfach cool, dass man einfach mal auch über solche Sachen reden kann. Das waren unsere Manga-Highlights im April. Leute, was haben wir verpasst in diesem Monat? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn das Format bei euch gut ankommt, machen wir das jetzt auf jeden Fall auch jeden Monat. Deswegen gerne Feedback da lassen. Und ich würde sagen, danke, dass du dabei warst. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und hast du meine letzte Manga heute schon gesehen? Deinen letzten? Weiß nicht, nee, ich glaube nicht. Dann hol sie hier oben nach, da kannst du sie auf jeden Fall schauen. Ja, genau, das genau. Auf jeden Fall mal noch schneller. Das heißt, ciao, ciao. Jetzt hat es aber auch gedauert. Ja, ja.